Eine Kohlelieferung fürs Kraftwerk. Und das in der Reloaded-Version. In Altenburg Nord stehen einige Kohlewaggons, welche zum Kraftwerk nach Köplitz überführt werden müssen. Sie übernehmen an einem sonnigen Herbstnachmittag diesen Auftrag mit der Diesellokomotive 204-838-7, bevor sie anschließend nach St. Rudolf zum Holzwerk fahren, wo ihre Zugmaschine später noch benötigt wird. Rüsten Sie nun zuerst Ihre Diesellokomotive auf, schalten Sie dazu die Batterie ein und warten Sie, bis die Getriebeöltemperatur auf dem normalen Niveau bei ca. 50 Grad liegt. Den weiteren Text überlasse ich den Szenario-Enthusiasten zum Durchlesen und ja, wer möchte, kann an der Stelle auch wieder einfach das Video pausieren. Den Rest übernehmen wir nämlich hier dann im Szenario bzw. im Video. Ja, wir fahren heute Baureihe 204, respektive V100 Ost und schalten uns dazu erst einmal hier drin die Batterie ein, wie im Einleitungstext schon erläutert. Dann verlegen wir den Fahrtrichtungswender hier in die Stellung M oder in diese, ja, ich sag mal, leichte Vorwärtsposition. Es gibt quasi hier zwei, ich sag mal, Einstellungsmöglichkeiten. Einmal diese Mittelstellung nach vorne und dann einmal direkt den, ja, Fahrtrichtungswender im Modus V. So, des Weiteren brauchen wir innen drin eine Beleuchtung. Dazu schalten wir uns die Instrumentenbeleuchtung ein und auch die Führerraumbeleuchtung. Die finden wir hier oben dann. Kann man auch mit der Taste L auf der Tastatur aktivieren. Ansonsten können wir die Bremse schon mal leicht lösen. Die geht hier entsprechend ein Stückchen nach vorne. Und ja, wobei, wir können sie ganz lösen, weil an der Stelle ist noch die Handbremse angezogen. Und dann sehen wir zumindest schon mal, ob die Bremsen hier jedenfalls im Führerstand auch entsprechend lösen. Ansonsten natürlich, wie eigentlich vor jeder Fahrt auch, der entsprechende Kontrollgang um die Lokomotive. Das können wir jetzt an der Stelle sogar mal machen, weil wir genug Zeit haben, bis wir hier endlich, ich sag mal, los können, weil die Lokomotive sowieso noch, ja, vorwärmen muss und so weiter und so fort. Und deswegen können wir uns die Lokomotive von außen nochmal kurz angucken. Hier unten bei den Drehgestellen sieht alles normal aus. Sand müsste auch noch drin sein. Das ist vom Kollegen vorher bestätigt worden. Und ja, dann können wir gleich mit der Lokomotive auch zum entsprechenden Auftanken fahren. Denn der Kollege hat natürlich fleißig gearbeitet und dabei ist die Lokomotive auch leer gegangen. Wir sind beschäftigt bei DB Cargo, ja, im Großraum Saalfeld. Da passt die Lokomotive auch ganz gut hin, nämlich nach Ostdeutschland. Und ja, hat hier an der Stelle auch schon das entsprechende Logo von der DB. Dann würde ich mal sagen, steigen wir direkt wieder ein und rein zur Tür. Hinter uns wird die natürlich wieder zugeschmissen. Es geht oben in den Führerstand. Wir setzen uns nochmal kurz auf den Sitz drauf. Da kommt der Kollege vorbeigezischt. Und dementsprechend sollte auch die Temperatur, genau, vom Getriebeöl einigermaßen stimmen. Wir sind so ungefähr bei 50 Grad. Das passt wunderbar. Und dann zu guter Letzt, ich weiß, die Bremse oben ist noch nicht angezogen, aber wir lösen trotzdem an der Stelle schon mal die Handbremse. Wir sind ja im Führerstand. Und legen hier noch kurz die Lokbremse ein Stückchen an. Des Weiteren können wir dann den Motor aktivieren. Das wird dann hier oben gemacht. Das wäre allerdings hier der Motor für die fremde Lok, genau. Und die eigene Lok wird hier gestartet. So, wenn wir ganz leise sind, haben wir auch das Anlaufen des Motors gehört. Hier oben zischt auf jeden Fall schon mal die Dieselabgaswolke hinaus. Und ganz wichtig für uns, die Scheinwerfer. Die brauchen wir natürlich auch noch. Und zwar mit drei weißen Lämpchen bitte in der vorderen Richtung. Ja, ansonsten das Zwergsignal dort vorne, das steht noch auf Halt. Da kommt nämlich auch schon der Kollege angebraust mit seiner V60-Lokomotive, sprich, ja, jetzt Baureihe 361. Und die können wir uns auch gleich mal noch angucken. Wir dürfen hier sowieso noch nicht weg. Der Fahrtrichtungswender geht aber noch in die Stellung V. Ich weiß gar nicht, kriegen wir den Zugfunk hier drüben an? Nee. In der Variante hier nicht. Schade. Trotzdem, für uns geht es dann ein Stückchen nach vorne, nachdem wir, ganz wichtig, die PZB noch eingeschaltet haben. Mit Steuerung und Plus. Und dann wechseln wir noch von der von der oberen Zugart in die mittlere Zugart. Jetzt ist die Frage, hat sich die mittlere Zugart aktiviert? Ich sehe es noch nicht. Ach, nee, jetzt nochmal Steuerung U. Jetzt müsste U kurz durchgeschalten werden und jetzt müsste wieder M drin sein. Genau, aktiv ist Modus M. So, und damit wir das noch zeitlich schaffen, einmal vor zur Diesellokomotive, denn die möchte ich mir nochmal unbedingt angucken. Das ist so ein schönes Fahrzeug. Die hat einen Blick verdient.
Und das ist in dem Fall auch die 365, nicht die 361. Die schöne blaue Version mit den roten Gestängen unten. Natürlich von der Deutschen Bundesbahn. Echt cool, das Ding. Ach, die schnappt sich wahrscheinlich hier den Kran. Den Puttkran. So, Fahrdienstleitung Altenburg. Fahrverbot aufgehoben mit Tab-Taste. Du kannst jetzt mit maximal 25 km pro Stunde zur Dieseltankstelle rangieren, um deine Lok und deine Lok befüllen. Gute Fahrt, FDL, Ende. Alles klar. Danke dir. Dann Fahrtrichtung sondern nach vorne. Wir klingeln ganz kurz nochmal durch, damit er uns das Signal freischaltet. Und dann geht's raus aus der Abstellung. Leistung aufschalten. Die Lokomotive ist ein bisschen zögerlich in den, ich sag mal, ersten ein, zwei Gängen. Aber dann kommt sie mit einem Schlag. Auch da entsprechend ein bisschen aufpassen. Und dann schön mit Rangiergeschwindigkeit Vmax 25 raus in den Güterbereich. Wunderbar. Leistung können wir zurücknehmen, die Lokomotive rollen lassen. Hier drüben den Kollegen grüßen wir nochmal ganz kurz. Den haben wir lange nicht mehr gesehen. Na gut, ist eine Geisterlok. Sitzt keiner drin. Die wird per Rangiersteuerung hier gefahren. Auch wenn hier keiner in der Nähe ist, der eine hat. Gut. Wir werden also einmal hier durch den Güterbahnhof durchmanövriert. Das hier dürften dann auch schon die Kohlewagen sein, genau. Von Raelian. Vom Wagentyp EOS X. Okay. Wie viele Stück sind es denn? Eins, so. Ach, den Rest konnte ich nicht mehr sehen. Auf jeden Fall. Gerade an uns vorbeigezogen. Müsste Baureihe 152 gewesen sein. Gucken wir uns noch an. Die sehen wir nämlich nicht so oft. Und die könnten auch mal wieder fahren. Genau, 152, 087. Oh, voll geladen hinten alles. Aber wir müssen zur Lokomotive zurück und gucken, wo wir hinfahren. So, hier freie Fahrt. Und dann dort vorne entsprechend einmal mit der Befehl 40-Taste vorbei. Und ganz genial. Hier öffnet sich sogar gerade das Tor für uns. Geil. Das nenne ich mal echt geil. So, Befehlstaste drücken. Am Signal vorbei. Befehl 40 leuchtet. Und dann können wir es wieder loslassen. Dann sind wir nämlich über den Gleismagneten drüber. Toll, dann geht es hier direkt ins Werk rein. Ach, das wird der entsprechende Abstellbereich sein und daneben halt die Dieseltankstelle. Das ist cool gemacht. Auch hier unten wieder schön das EL6 aufgestellt, weil hier oben der Fahrdraht eben, ja, die Flöte macht. Und dann schön langsam reinbremsen. So, die Dieseltankstelle ist neben uns. So. Ja, wir stehen nicht so optimal. Wir könnten noch ein Stückchen nach vorn fahren. Machen wir auch. Weil eigentlich hängt hier immer so dieser Tankstutzen. Und wenn das jetzt hier den Halt noch nicht registriert hat, hat es nicht gemacht. Das ist gut. Dann können wir hier ein Stückchen noch nach vorne ziehen. Ungefähr so, dass wir hier auf diesem, ja, betonierten Bereich stehen. Oder mit Betonplatten ausgelegt. Damit eben hier auch, wenn mal was daneben gehen sollte, das Ganze nicht im Grundwasser irgendwie, ja, sich verbreitet. So, dann würde ich mal sagen, stehen wir hier mit der Lokomotive ganz gut. Wir haben die Bremse angezogen. Im Normalfall würden wir jetzt hier noch die Handbremse meinetwegen anziehen. Ja, Leerlauf können wir an der Stelle schon mal reinmachen. Neutralstellung. Und dann gehen wir hier einmal aus der Lokomotive raus. Zur Türe hinaus. Einmal runterklettern, die paar Stufen. Und dann schnappen wir uns hier drüben diesen Tankstutzen. Den einmal anklicken. Der wird dann hier unten reingeführt. Der Tank müsste hier in der Mitte sitzen. Genau. Kraftstofffüllleitung. Und die geht hier direkt in der Mitte in diesen großen Klotz, sag ich mal, hinein. Was zieht denn hier vorbei? 151 mit diesen VTG und EVA oder EVA. Zementmarken dürfen das sein.
Ja, ich glaube, da wird Zement drin transportiert. Auf jeden Fall so, ja, Trockenpulver. Muss nicht nur Zement sein. Ich glaube, Mehl kann man da aber nicht reinführen. Na gut. So, das wäre geschafft. Rangieren Sie jetzt vorsichtig zurück und kuppeln Sie die mit Kohle beladenen EOS X075 Drehgestellwagen vom Abstellgleis Altenburg Nord 5 an. Alles klärchen. Ja, im Einleitungstext stand es auch noch mit drin. Einer dieser Wagen ist so um die 70 Tonnen schwer, wenn es hochkommt. Und ja, dementsprechend sollte man natürlich da auch schön vorsichtig sein. Wir haben ja den Vorteil hier bei der 204 oder V100, dass wir auf beiden Seiten eine Steuerungseinheit haben. Und deswegen setzen wir uns hier drüben einmal hin. Die Bremse ist gelöst. Ich hoffe auch die nicht. Deswegen lösen wir sie jetzt. So, dann ist die auch gelöst. Wunderbar. Und dann geht's los. Einmal in Richtung der Wagen. Hatten wir die Handbremse jetzt angezogen? Nee, ich glaube nicht. Gut. Dann volle Kraft voraus. Tankstutzen haben wir wieder abgezogen. Und schön langsam hier aus der Abstellung raus. Oder aus der Tankstellung eigentlich. Das Signal dort leuchtet auch auf weiß. Wenn es auf rot leuchten würde, hätte man ein Problem. Dann würde das nämlich entweder zugehen oder es wäre zu. Schön mit der Bimmel nochmal gemacht. Das ist echt cool. Und das fährt sich dann sicherlich hinter uns auch wieder zu. Dann müssen wir nach vorne gucken. Da ist alles frei. Genau, der Fahrweg ist auch schon gestellt zu den Wagen. Und ich möchte mal angucken, wie das zugeht. Weil das sieht man nicht so oft im Train Simulator. Wenn überhaupt mal. Die Lokomotive rollt weiter, alles gut. Licht schaltet man an der Stelle auch mal noch ganz kurz um. Geht das überhaupt wieder zu? Scheinbar nicht. Müssen wir noch mal gucken, wenn wir dann am Zug angekommen sind. Vielleicht passiert ja dann was. Oh Mann, jetzt sehe ich es nicht mehr. Gut, die Wagen stehen dort vorne. Einmal hier an den Flachwagen neben uns noch vorbei. Die sind hier nochmal bespannt mit so, ja, extra Rungen und dann oben drüber diese, ja, ich würde mal sagen, Bänder. Sind wahrscheinlich irgendwie so eine Art Verspanngurte. Was es damit genau auf sich hat, weiß ich jetzt leider nicht. Aber wer davon eine Ahnung hat, schreibt das gerne mal unten in die Kommentare hinein. Würde ich mich sehr drüber freuen. Über einen kleinen Hinweis an der Stelle. So, wir rollen schön langsam an die Wagen dran. Wir übernehmen an der Stelle mal noch ganz kurz die Aufgabe eines Rangierers und stellen uns hier so, ja, zwischen die Puffer. Und mit zwischen die Puffer ist nicht gemeint zwischen den und den Puffer oder den und den Puffer. Das ist nämlich der Bereich, den man unbedingt meiden sollte. Weil das ist der Bereich, wo man im schlimmsten Fall, ja, plattgedrückt wird, gepresst. Und dann die Lok hier einmal langsam ran. So, Kupplung einhängen, zudrehen und dann den Zug fest verzurren. Sehr gut. Diese Waggons müssen jetzt zum Gleis 2 am Kraftwerk in Köplitz gebracht werden. Stellen Sie zuerst den Richtungswender in Nullstellung und wechseln in den Streckengang mit Shift und E. Okay. Danach kann der Richtungswender auch vorwärts gestellt werden. Schalten Sie außerdem die hinteren Spitzenlichter der Lokomotive aus. Bevor es dann auf die Hauptstrecke geht, muss erst noch eine Regionalbahn vorbeigelassen werden. Achten Sie unterwegs auf haltzeigende Signale und bremsen Sie immer vorausschauend. Alles klärchen. Gut, das machen wir gleich. Die Bremse ist angezogen und da zieht eine 110. Ein sehr seltenes Objekt auf der Schiene. Eine 110 mit dem Regionalzug vorbei. Toll. Ach Mensch, jetzt ist das Tor schon wieder geschlossen. Schade. Aber wir haben ja dafür gesehen, wie es aufging. Alles klar, wir setzen uns wieder in die Lokomotive hinein. Sehen, dass hier jetzt komischerweise der 500-Hertz-Leuchtmelder aktiv ist. Weiß ich jetzt nicht warum, aber okay. Leistung ist ausgeschaltet. Der Fahrtrichtungssender geht in die Stellung 0. Und wir wechseln nochmal ganz kurz auf die andere Führerstandseite rüber. Naja, nicht darunter, auch nicht da hinten hin, auch nicht dorthin, auch nicht dahin, dorthin. Genau. Nein, wir sind wieder falsch rum.
Auf die Seite. Ja. So, mit Steuerung und E. In den anderen Gang wechseln. Ach nein. Wahrscheinlich Shift E. Mit Steuerung E kommen wir natürlich in den Editor. Da hätten wir die Tastenkombination jetzt auch nochmal geklärt. Mit Shift E, ne? Ja, genau. Engine Gear Selected. Gear Slow. Nee, ich möchte Gear Fast. Ja. Dann waren wir irgendwie schon im Streckengang, kann das sein? Jetzt ist die Frage, haben wir hier irgendwo eine Zeichnung drin, wo wir sehen können? Oder überhaupt den Gang? Ich weiß nicht, ob der hier bei der V100, ob der im Führerstand umgestellt wird. So, es könnte sich hier unten in dem Bereich befinden. Aber das wird sicherlich irgendwie vorne im Motorraum sein. Oder am Motor vorne. Schade. Sehe ich jetzt nicht direkt. Wir gucken mal ganz kurz, ob irgendwie draußen was dran steht, wie schnell die Lokomotive theoretisch fahren darf. Ich glaube nämlich, die ist nur für 100 oder 120 zugelassen. Wenn überhaupt so schnell. Und ich sehe jetzt hier erstmal auf die Schnelle nichts. Der Zug darf sowieso dann nur 90 fahren. Da stand was davon im Einleitungstext. Aber na gut. Wir haben jetzt hier den Schnellgang, glaube ich, drin, ne? Ja, Slow ist jetzt aktiviert. Und jetzt Fast. Also Fast, schnell und Slow, ja, langsam. Gut, Fahrtrichtung ist nach vorne. Wir belassen den dabei. Und wir gucken mal, wie sich die Lokomotive an dieser Stelle verhält. Ob sie damit die Wagen überhaupt wegbekommt. Immerhin, der Zug bewegt sich erstmal. Das ist die Hauptsache. Oh, die hat ganz schön zu ziehen. Aber das schafft sie. Das schafft sie. Volle Kraft voraus gerade. Und das mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Kohlewagen. So, und wenn einer um die 70 Tonnen wiegt, dann kannst du dir das ausrechnen, was der ganze Zug ungefähr auf die Waage bringt. Wir waren schon ganz oben. Also, wenn wir es ganz grob nehmen, war es um die 1000 Tonnen. Mindestens. So, 1000 Hertz ist aktiv. Oh, das rumpelt da hinten. Und guck mal, wir haben jetzt erst 33 km pro Stunde auf dem Tacho. Bis wir wirklich auf die VMAX 90 hochkommen, das ist gewaltig. Und ich glaube, wir sollten dann wirklich mal den Gang Slow reinmachen, den Langsamgang. Ich weiß halt nicht, wie schnell sie im Langsamgang fahren darf. Also für mich bedeutet Schnellgang oder Streckengang bei der Lokomotive hier, ja, sowas wie Geschwindigkeiten jenseits der 80, 90 Kilometer pro Stunde. Und wenn wir halt mit der Lokomotive hier 90 oder so erreichen wollen, dann sag ich mir natürlich an der Stelle, gut, legen wir da doch den Schnellgang eben ein. Deswegen wäre es vielleicht an der Stelle ein bisschen besser, wenn man gesagt hätte, ja, Langsamgang oder entsprechend Schnellgang und nicht Streckengang. Aber eigentlich heißt halt Streckengang schnell und Rangiergang ist normalerweise langsam. So, hier drüben funkelt's. Die Polizei aus Österreich ist da, die Feuerwehr und der Krankenwagen. Oh, meine Güte. Hausbrand. Aber davon dürfen wir uns jetzt nicht so beeindrucken lassen. Hier vorne ist nämlich Halt erwarten angezeichnet. Genau. Leistung raus. So, der Zug rollt jetzt erstmal ein Stückchen ohne uns. Das wünscht man echt niemandem.
Hoffen wir mal, dass keiner verletzt wird und dass der Schaden so gering gehalten werden kann wie nur möglich. Ich glaube, das sind so wirklich die schlechtesten oder die schlimmsten Ereignisse, die sich Hauseigentümer oder überhaupt Immobilienbesitzer ausmalen können. Katastrophen, Hausbrände, alles so eine Geschichten, Unwetter mit Unwetterschäden. Und ihr seht mal auch, wie schlecht der Zug wirklich bremst. Das war ja wirklich auch angekündigt. Da gibt es nichts, wo wir uns dann da irgendwie retten könnten. Und ich weiß, in Altenburg Central, da kommt vorne am Bahnsteigsende das HP0 zeigende Signal. Auf dem Gleis sind wir nämlich schon mal eingefahren. Achtung, Zugdurchfahrt. Eigentlich müsste da stehen, Achtung, Zughalt. Aber ich glaube, die Anzeige gibt es bei der Bahn nicht. Zumindest nicht für den entsprechenden Anzeiger am Bahnsteig. Das ist so nicht gedacht. Die Prüfgeschwindigkeit haben wir auch mittlerweile schon vollständig unterschritten, auch für den 500 Hertz Gleismagneten. Den werden wir sicherlich gleich hier im Bereich von diesen Betonsäulen, von diesen Betonsegmenten dann überqueren. Und er sollte dann dort auch aktiv geschalten werden. Und wir sollten mal abbremsen. Halleluja. Also einen so schlecht bremsenden Zug hatten wir lange nicht mehr. Wieso leuchteten... Achso, wir haben jetzt auf beiden Seiten das weiße Licht aktiviert. Das ist noch vom Rangieren. Na komm, anhalten, liebe Lokomotive. Wirklich total schwerfällig. Aber das kommt halt nur mal davon. Hohes Zuggewicht. Und entsprechend, ja, eine Lokomotive, die hier entsprechend Bremskraft nur freisetzt. Aber ja, die V100 ist halt für die, ich sag mal, heutigen Verhältnisse wirklich eher als Rangierlokomotive, als Kurzstreckenlok so geeignet. Also richtig lange Fahrten mit dem Fahrzeug zu unternehmen. Klar, kann man machen. Hat man früher auch gemacht. Man wurde die 204 ja, oder damals halt noch V100, auch wirklich breit eingesetzt, ob im Regionalverkehr, ob im Güterverkehr oder ja, bei Ausfällen auch im Fernverkehr. Das hat damals keine Rolle gespielt, aber da hat man halt auch nehmen müssen, was wirklich da war. Und heutzutage haben wir ja wirklich deutlich modernere Lokomotiven, zumindest teilweise. Gerade wenn ich da an so eine Voith Gravita denke, habe ich letztens auch wieder auf der Strecke gesehen. Das hat schon echt gefetzt. Ach so, hier pfeifen die jetzt, wenn sie die Türen öffnen oder wie. Wird wahrscheinlich von einem der Bahnsteige daneben sein. Oder? Nein, hier ist aber niemand. Wieso pfeifen die, wenn die Türen aufgehen? Na gut. Oder vielleicht ist Türen piepsen. Das könnte auch sein. Dass das entsprechend hier sich angemeldet hat. So, der Interregio 1613 von Freiburg kommt hier auf Gleis 3. Nach Hannover geht's dann. Und von Bad Rinkenburg kommt hier gerade die RB24215 mit einer 143 hinten dran. Bürgerbank Wildau gibt's natürlich nicht in der Realität. Die gibt's nur hier im Simulator. Und hier sind wieder diese Wagen. Wir können uns mal ganz kurz angucken, was das auch für ein Wagentyp ist. Und zwar SNS. Ja, setzt sich in Bewegung. Und eine 110 wahrscheinlich vorne dran wieder. Nee, 140. Ja, die passt auch mehr vor so einem ja, leichten Güterzug. Oder Expressgüterzüge. Da macht sich die 140 ja wirklich gut. Weil die hat im Gegensatz zum Beispiel zur 150 eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Und ja gut, sie hat auch nicht ganz so viel Kraft wie die 150er oder 151er. Die kann man eben auch mal im Notfall zum Beispiel auch vor, oder was heißt im Notfall, man kann sie auch vor einem Reisezug meinetwegen mal einsetzen.
Die ist halt wirklich so, ich würde mal sagen, damals so eine der Universallokomotiven gewesen von den Einheitsloks. Wohingegen eine 150 halt wirklich mehr für den Güterverkehr geeignet ist. Sechs Achsen hat sie ja, genau wie die 151. Also ein richtig, richtig schweres Monster und ein richtig kraftvolles Monster. So, das U-Boot. Die Baureihe 219, Lokomotive 129-4. Ich glaube sogar die Lokomotivbezeichnung, also die Lok 129, müsste ich sogar für die Modellbahn haben. Das ist ja mal ein Zufall. Ja, und weil die Frage auch letztens kam, allzu viel an Modellen für die Modelleisenbahn habe ich nicht. Aber ja, die 219 und vor allem auch die 218er, die zählen auf der Modellbahn bei mir auf der Platte zu einer meiner Lieblingsserien. Ich fahre sie auch ziemlich gerne. Ist jetzt egal, ob an der Modellbahnplatte oder hier im Simulator. Die 218 macht mir mittlerweile auch richtig, richtig viel Spaß. Wobei ich da auch so anfangs meine, ich sag mal, Startschwierigkeiten hatte. Ich konnte die Lokomotive irgendwie nicht so richtig leiden, aber dann hat sie so diese Leidenschaft auch für die entwickelt. Weil gerade im Simulator, speziell bei der VR-Variante, die hat halt auch, was die Bremsen angeht, die waren da wirklich, ich sag mal, sehr verzögernd. Und das hat mir überhaupt so am Anfang überhaupt keinen Spaß gemacht bei dieser Lokomotive. Aber dann habe ich halt so gemerkt, gut, wenn man sich einmal an dieses Bremsverhalten gewöhnt hat, ist auch das kein Problem. Und die orientiert sich damit halt relativ gut auch am Vorbild der 218. Zumindest was diese Bremseigenschaft angeht. So, und da wir nicht wissen, wo bei diesem Fahrzeug hier der Fahrzeugmagnet sitzt. Normalerweise sitzt ich bei der Lokomotive direkt unter dem Führerhaus, aber keine Ahnung. Wollen wir irgendwie den Tausender nicht aktiv schalten? Also wachsam habe ich jetzt hier schon 50 Mal gedrückt. Scheint er nicht annehmen zu wollen. Na, 25 können wir ja sowieso fahren. Also, wir orientieren uns mal so an... Ach, okay. Jetzt kommt der Tausender. Wir orientieren uns mal so an VMAX 20. Das reicht uns erstmal. Ja, und hier bitte auch nicht wundern, dass der Fahrstufenschalter so ruckartig bedient wird. Das hängt halt damit zusammen, dass ich es hier nicht mit der Maus mache, sondern eben, einzeln mit den Tasten auf der Tastatur. Und da lässt sich das nun mal nur so ruckartig gestalten. So, hier zischt der ICE 2 noch an uns vorbei. Einmal nach Altenburg Central. Und wieder der Hinweis, es handelt sich um ein fiktives Altenburg. So wie es hier im Simulator existiert, so existiert es nicht in der Realität. Wir haben gerade noch was richtig Schönes verpasst, nämlich den Dieseltriebwagen hinten von DB Regio. Wenn es mich nicht täuscht, müsste es einer aus der Lind-Serie sein, 648, oder? Ja, 648. Und dahinter hat sich, glaube ich, nochmal die Münchner S-Bahn gerade versteckt. So, wir haben volle Kraft voraus angewählt. Dran denken. HP0 erwarten war angezeigt. Und genau deswegen müssen wir auch hier vorne etwas langsamer machen. Ja, das wäre jetzt nämlich ziemlich knapp gewesen, wenn auch das Signal auf Rot gestanden hätte. Und die LF6-Tafel, die hat sich gerade richtig schön da unten versteckt. Wenn man sich das jetzt immer genau anguckt, wir wissen ja, der Zug hat wirklich schlechte Bremseigenschaften und das wäre unglaublich knapp gewesen, wenn das Signal hier eben auf Rot gestanden hätte. Aber schauen wir uns mal an, wo meinetwegen auch der 500 Hertz Gleismagnet liegt. Der lag nämlich, oder gab es überhaupt einen? Das war jetzt der von... Ja gut, der lag hier vorne. Na, dann geht das vollkommen klar. Ich dachte jetzt, der lag da hinten bei dem LF6, weil dann hätte der echt nichts mehr gebracht. Da wären wir sowas von am Signal vorbeigeschossen. So, wir dürfen ja beschleunigen. Und zwar bis auf 60. Genau. Und hier ist es dann auch. Oh,
Und es geht rein in den Tunnel. Und hier muss ich unbedingt... Achso, muss man erst dann riegeln, genau. Aber das klang jetzt gar nicht so schön, wie eigentlich erahnt. Weil ich dachte, die macht so richtig geilen Sound hier im Tunnel nochmal drinnen. Aber ich weiß nicht, irgendwie fällt der Hornton von der 204 nicht ganz so geil aus, wie ich mir das gedacht hatte. Aber auch hier oben, wer gerade aufgepasst hat, der hat gesehen, dass sich die Lüftungsklappen geöffnet haben und der zweite Lüfter hier auch von der Lokomotive angesprungen ist. Wenn du es nicht gesehen hast, kannst du ganz kurz wenige Sekunden zurückspulen, bis zu dem Moment, wo wir in die Außenansicht wechseln. Und dann wirst du auch sehen, wie sich hier die Klappen vorne an der Lokomotive geöffnet haben. So, da oben geht es auch noch in der Richtung Wildau und Neunkirch. Allerdings über die Autobahn. Wir fahren aber nicht über die Autobahn. Wir fahren nämlich nur bis nach Köplitz. Bis nach Köplitz ins Kraftwerk. Niederkirch müsste ja da vorne kommen. Aber Wildau werden wir heute nicht erreichen. Eine schöne Herbstlandschaft. Die Bäume goldbraun. Bisschen grün noch dazwischen. Die letzten Blätter aus dem Sommer. Und langsam Fahrt erwarten. Also auch hier wieder Leistung runter. Und dann einmal abbremsen. Mein lieber Scholli, der Zug bremst wirklich schlecht. Ey, das kannst du ja fast knicken, wenn du mit dem 90 drauf hast und dann auf ein Signalzug brauchst. Das wünscht dir ja deinem ärgsten Feind nicht. Wenn die Signalabstände lang und groß sind, dann mag das echt gehen. Wenn du so überall deine 1000 Meter hast, aber echt einen verkürzten Bremsweg oder so möchtest du da nicht bekommen. Ich glaube, da würde ich schon freiwillig langsamer fahren, ganz ehrlich. So, Zugdurchfahrt auf Gleis 2. Supi, am Signal sind wir vorbei. Hier geht's langsam weiter, weil ich dachte, nach dem Tunnel dort vorne müsste es für uns in Richtung Kraftwerk gehen. Und ich glaube, das Gleis zweigt dann in Fahrtrichtung rechts ab. Da sollte aber eigentlich auch nochmal ein Signal stehen. Genau, ich erinnere mich. Das war beim letzten Mal, als wir dort lang gefahren sind, auf Dunkelschaltung. Und ich hatte mich noch gewundert, ob das denn auf der Strecke hier normal ist. Da aber auf dieser Strecke hier wirklich auch bei dem Signalsystem echt drauf Wert gelegt wurde, dass das alles wunderbar ausgestaltet wird und halt auch, ich sag mal, einigermaßen gut vorbildgerecht kann man nicht sagen, weil die Strecke gibt es nicht, aber dass es sich halt sehr stark an der Realität orientiert, daran kann man dann halt auch eigentlich davon ausgehen, dass man dann so ein Signal meinetwegen nicht bestätigen muss und da eben nicht fürchtet, dass dort irgendein Signalisierungsfehler vorliegt. Auch hier gibt es eine Anzeige für verkürzten Bremsweg am Signal. Das ist wahrscheinlich immer dann der Fall, wenn das hier vielleicht für den geraden Strang benutzt wird. Wobei da vorne kommt nochmal ein Vorsignal im Regelbremsweg. Von daher kann ich mir das nicht so richtig vorstellen. Also auch hier wieder abbremsen, ne? Es geht bergab. Dürften theoretisch dann hier 50 fahren. Aber das Vorsignal sagt halt,
Langsamfahrt am Hauptsignal erwarten und dann wäre halt damit zu rechnen, dass hier ungefähr in 1000 Metern sowas wie ein Hauptsignal mit meinetwegen 40 auftaucht. Und auch hier gilt wieder, Vorsignalwiederholer, wir quittieren es trotzdem. Wir halten uns nach Möglichkeit dran. Und auch das LF6 sei wieder quittiert. Es geht weiter. Und zwar langsam. Und du siehst auch, die Bremse ist hier ganz schön schon angelegt. Es ist jetzt angeblich ein Bremsdruck von 1 Bar. Und da merkst du halt auch mal, wie so ein Zug wirklich nachschiebt. Gerade wenn der auf so eine Schräge drauf ist. Auf so einen abfallenden Strecker. Weil die ganze Masse hinten von dem Zug drückt natürlich nach. Und wir sehen auch, ganz cool wieder, eine von den Klappen hier vorne hat sich geschlossen. Der andere Lüfter, der rotiert auch so langsam vor sich hin. Und ich dachte dann, ja genau, hier soll man anhalten. Oh. Ja. Nicht Notbremsung. Na doch, wir brauchen Notbremsung. Das Ding hält nicht an. Ja, das ist eben diese schwere Fracht hinten dran, ne? Vorausschauend bremsen war da angesagt. Wir müssen den Zug gleich leider nochmal ein Stückchen zurückdrücken. Ein Glück, dass hier kein Halt vorsignalisiert war. Boah, bremst das Teil schlecht, ey. Meine Güte! Das ist eine Notbremsstörung, musst du dir mal vorstellen. Meine Güte. Aber ganz vorsichtig jetzt zurück. So, hat er jetzt den Halt? Ja, hat er den registriert, schade. Gut, wir müssen warten, bis das hier sowieso durchgelaufen ist. Erst dann können wir da zurückgehen. Aber bis die Bremse hier gelöst hat, das dauert sowieso seinen Moment. So, angekommen, kuppeln Sie nun alle EOS X075 Wagen von Ihrer Lok. Machen wir gleich, wenn wir den zurückgedrückt haben. Wechseln Sie dazu in die Außensicht und klicken Sie... Ja, ich weiß, wie man das abkuppelt. Aber trotzdem danke. Das sind dann nochmal die, ich sag mal, Einsteigerhinweise. So, Fahrtrichtungswende in die Stellung R. Bremsen sind lose. Und langsam zurückdrücken. Nein, zurückdrücken. Da fehlt die Kraft. Ach. Gut, wir machen es anders. Bremsen nochmal anlegen. Ist das hier so ein starkes Gefälle? Nein, hier ist gar kein Gefälle, aber wieso drückt die Masse so stark von hinten nach? Anders. Wir wechseln nochmal in den Langsamgang diesmal. So, slow. Bremsen lösen. Rückwärtsgang rein. Jetzt. So, hinten am Zugschluss. Da steht unser Rangierer drauf. Der guckt, dass hier alles in Ordnung ist. Und da geht es langsam zurück in das Abstellgleis. Ich entschuldige mich einmal an dieser Stelle vielmals für dieses, ja, wirklich starke Verbremsen. Ich hätte nicht gedacht, dass der wirklich so unglaublich schlecht bremst. Wir haben es ja während der Fahrt schon gemerkt, dass die Fuhre eben sauschwer ist. Es wurde auch angekündigt. Aber dass es so immens ist, das ist meine Güte. Eine ganz schöne Fracht. So, reicht, wenn der Zug dann hier in dem Gleissperrsignal steht. Haben wir ein Grenzzeichen? Ja, am Signal, das sollte reichen.
So, auf Höhe des anderen Güterzuges. Ey, ein Glück, dass wir hier kein HP-0 hatten. Meine Güte. Ja, manchmal hat man auch Glück im Unglück. So, Fahrtrichtungswende in die Vorwärtsstellung. Bremsen sind noch angelegt. Ich mache das Ganze auch mal so, dass wir hier vom Zug die ersten Handbremsen anziehen. So. Damit er uns hier dann nicht noch wegrollert. Zugbremsen lösen. Lokbremsen anziehen. So, das reicht auch der Lokomotive. Und dann einmal nochmal rausgehen. An der Stelle nochmal der Hinweis, das geht mit der Taste 8. Da hat man die freie Kamera und kann dann mit den Pfeiltasten hin und her navigieren. So, wir winden uns einmal unter den Puffern unten drunter durch. Der Zug bewegt sich schon. So, zack. Alles gelöst. Sie haben den Auftrag zur Zufriedenheit erfüllt. Fahren Sie jetzt noch mit Ihrer Lokomotive zum Holzwerk in St. Rudolf, wo diese später zur Überführung einiger Waggons benötigt wird. Stellen Sie vorher die hinteren Spitzenlichter entsprechend Ihrer Fahrt ein. Denken Sie zudem an Ihre zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 km pro Stunde. Wieso durften wir gerade eben 90 fahren und jetzt nur noch 80? Na gut. Stand da nicht irgendwas von 90 am Anfang? Schade. Ich sehe es nicht mehr. Aber du hast ja die Möglichkeit, ganz kurz zum Anfang zurückzuspulen. Da müsste es drinnen gestanden haben. Auf jeden Fall, an der Stelle jetzt unbedingt wieder in den Schnellgang rein. Also Shift-E, nicht Steuerung-E. So, einen Moment warten. Ach nein, das war noch nicht der Neutralgang. Jetzt. Es geht immer nur in der Stellung 0. Und natürlich im Stillstand. So, Gear Fast, also Gang schnell. Genau, Selected Engine, also für die Lokomotive hier. So, wie soll es denn weitergehen? Wahrscheinlich nach vorne raus. So, nehme ich das jetzt mal an. Ja, passt auch mit der Fahrtrichtung. Alles klärchen. Dann Bremsen sind lose. Fahrtrichtungswende geht in Vorwärtsstellung. Und wir fahren aus dem Kraftwerk Köplitz raus. So, hier oben sind jetzt wieder beide Klappen zu. Die Lokomotive hat lang gestanden, konnte sich ausruhen. So, sind die Rücklichter entsprechend eingestellt? Ja, sind sie natürlich. Sagte ich's doch. Alles klar. Oder noch mal ganz kurz umstellen an der Stelle. So, wir stellen gleich wieder auf Rot. Zack. Genau, und dann sehen wir auch dort vorne das Signal und dass die Weiche passt. Und können hier entsprechend rausfahren. Also, wir wissen eigentlich schon deswegen, dass die Weiche passt, weil uns hier die Ausfahrt genehmigt wird. Also, sollte zumindest so sein, ne? Und hier sieht man nochmal, wie dann das Förderband hineinführt. Und was das hier oben ist, ganz ehrlich, ich weiß es immer noch nicht. Was die da verbrennen? Puh, kein Plan. Kein Plan. So, Lokomotive ist am Signal vorbei. Sollte auch gleich auf Rot springen. Da hat man den Wechsel schön sehen können. Und dann geht's hier vorne über den Bahnübergang. Rechts alles frei. Links auch. Ach genau, da ist auch ein Tor dran geschraubt. Da sollte also nichts passieren. So, und da ich mich hier im Kraftwerksgelände echt nicht gut auskenne, schön langsam fahren. Aber es scheint so, als würden wir hier direkt wieder raus auf die freie Strecke auch kommen. Wo das Signal, das Gleis hinführt, weiß ich jetzt auch nicht. Würde ich aber ganz ehrlich mal gerne wissen. Halt für Zugfahrten, ja. Ah, runter an den Hafen. Cool. So, und dann hier vorne VR0 im ja, Regelbremsabstand. Regelbremsweg. Und eigentlich könnten wir doch jetzt auch mit der Lokomotive selbst in die obere Zugart wechseln, oder? Wenn wir sowieso gleich anhalten müssen, können wir das auch sicherlich noch machen.
So, schön um die Ecke rum. Und da ist das Signal noch nicht in Sicht. Das ist gut. Da können wir nämlich noch ein ganzes Stückchen fahren. Da oben der Regionalzug. Nicht zu viel da hochgucken, dort vorne kommt HP0. Ich hab's schon gesehen. Und was schiebt? 145 wahrscheinlich, oder? Ja. Ich dachte jetzt, sie hat eine Zwangsbremsung ausgelöst, weil das so gezischt hat. Aber nein, das ist nur die Lokbremse, die wir hier selbst gelöst haben. Und ja, die Lokomotive selber, die bremst echt gut. Im Gegensatz zu dem Zug, den wir gerade dran hatten. Aber das war wirklich so ein mieses Fahrverhalten. Mit diesem extremen Verbremser da. So, der geht nochmal ganz kurz in die Stellung M der Fahrtrichtungswähler. Und dann wählen wir mit Shift 8. Nein, mit Steuerung 8 war das. Den anderen Modus aus. Aktiv ist wieder M. Wechselt in U. Nochmal drücken. Dann wechselt er wieder in O. Genau. Das sieht immer hier so ein bisschen komisch aus. Also hier steht halt PZB Train Mode Active und dann direkt da hinten dran O. Wäre vielleicht ein bisschen schön. Das vielleicht auch an Rivet Games vielleicht noch als kleine Information. Wenn man dann da halt einfach nochmal ausdrücklich hinschreibt. Ja. Zugart O ist aktiv. So und so viel Bremsgewichte. Also gut. Das ist jetzt hier relativ einfach erkennbar, aber ich musste halt auch am Anfang ganz schön suchen, bis ich da finden konnte, dass wir eben im entsprechenden Modus unterwegs sind. Na gut, nee, hier sind 40. Da ist eigentlich kein Befahren erstmal, aber na gut. Wobei am Signal stand ja auch noch oben was dran. Und die nächste 110er. Dann ab hier vorne, okay. Wildau, St. Rudolf. Ja, hier fehlt jetzt zum Beispiel die Anzeige für Zugdurchfahrt, wenn wir mal ganz penibel sind. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Hier drüben steht's dran. Da wurde wahrscheinlich der Bahnsteig verwechselt. So, wachsam, wachsam, wachsam. Wachsam. Und da drüben sehen wir nochmal eine 218. Übrigens auch eine der Versionen, die ich für die Modellbahn habe. Allerdings in der Bahnbaugruppe. Lackierung mit dem roten Bahnbaugruppe-Logo direkt und nicht dem mit dem DB-Logo. Also es gibt ja einmal diesen richtigen Schriftzug Bahnbaugruppe. Und normal halt das DB-Logo. Also die Lackierung sieht halt mal wieder ein bisschen anders aus. .232. Ein Ludmiller Kraftpaket mal wieder. So, bei 40 belassen wir es. 60 dürfen wir dann laut dem Schildchen schon fahren. Und hier geht es nochmal in den weichen Bereich rein. Mit 40 wieder. Wobei, da können wir doch noch durch Wildau durchkommen. Na klar, wenn wir den abzweigenden Strang fahren. Dann heißt das für uns St. Rudolf. Ja, kommt das noch davor? Ja, alles klar. Das ist hier dann direkt kurz nach dem Abzweig. Ich dachte, wir fahren jetzt hier noch bis hinten durch. Da hinten müsste dann der Kompost fahren.
Wo ist denn hier Wildau nochmal? Bin ich jetzt total verpeilt? Köblerwald. Das dürfte die normale Hauptstrecke sein. Hier drüben die Schnellfahrstrecke. Das Wildau. Nee, ist Rinkenstadt. Okay, ich bin jetzt gerade scheinbar total verpeilt. Wildau war aber irgendwo an einem der... Nee, warte mal, das war nicht Streckenende. Wildau war sogar etwas größer. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir in den Ort Wildau hineinfahren. Da brauche ich mir jetzt hier nicht den Kopf zu zerbrechen. Hatten wir den Schnellgang wieder reingemacht? Egal. Schafft die Lokomotive auch so. Das ist kein Problem. Das Komische war aber, dass wir VMAX 60 haben. 80. Das fand ich so ein bisschen kurios. Da stand noch ein Signal dran. War scheinbar grün. Sonst hätte es hier den Tausender ausgelöst. Was natürlich auch kein verlässlicher Indikator dafür ist, dass ein Signal eben ja, grün ist oder war. Da muss man schon hingucken. Und das schöne U-Boot steht wieder dort. Die 229. Da drüben. Hat halt den Namen U-Boot bekommen, weil es sieht halt aus wie ja, die Yellow Submarine. Und gerade mit den Löchern oder den Fensterscheiben eben an der Seite dran vom Maschinenraum. Das verleitet halt zu diesem Namen. Hallihallo da oben. Ja gut, sie hat gar nicht zu uns rüber geguckt. Sie hat in die andere Richtung geschaut. Vielleicht eine Transporterin. 235 Meter Tunnel. Also 235 Meter Angst. In anderen Worten. Denn hier drin ist dunkel. So, springt das BÜ-Überwachungssignal an? Ja, es springt an. Sehr gut. Da füttert jemand Pferde. Oder guckt Pferde an. Unglaublich lange. Hier drüben auch die schöne Telegrafenleitung oder überhaupt... Telefonleitungen, die da aufgehangen wurden. Da standen LF6 mit 80. Ich quittiere es mal innen drin. Keine Beeinflussung war mit Geschwindigkeitsüberwachungsabschnitt. Ein P. Das heißt, wir dürfen pfeifen oder einfach hupen. Und noch ein P. Das heißt, wir dürfen noch einmal hupen oder pfeifen. Ja, wegen dem kleinen Übergang hier sehe ich. Genau. Und dann geht es auch direkt in den Tunnel hinein. Und davor steht wieder ein Signal. Es sagt uns Langsamfahrt. 80 und 60. Das schallt wieder hier durch den ganzen Tunnel durch. Der Wiederholer. Und dann wird hier vorne gleich auch der Abzweig kommen in Richtung Sägewerk. Halt erwarten, verkürzter Bremsweg. Da möchte ich es echt nicht drauf anlegen. Da wirklich so schön fahren, dass man
gerade auch in relativ unbekannten, ich würde schon sagen Gewässern, dass man eben auch in unbekannten Gebieten, dort wo man eben nicht so ganz streckenkundig ist, auch jederzeit anhalten kann. Das ist so cool. Also das Rumhupen macht halt mit der 204 auch mordsmäßig Spaß, obwohl es halt nicht so dieses kraftvolle Hupen ist, wie das meinetwegen von Narut Miller herdröhnt. Aber ich denke mal, das Horn von der 204 hört sich in echt auch ein klein wenig anders an. Weil das hier klingt sogar so ein bisschen, ich würde mal sagen, Richtung Tiger-Drommel. Vom Sound der Hupe eben. Oder vom Horn. Oh. Die nächste V60 da drüben. So, und unsere Weiterfahrt ist quasi schon gesichert. Wir dürfen mit Langsamfahrt hier am Signal vorbei. Langsam zum Sägewerk. Auch hier nochmal schön mit dem Kästchen oben drauf, mit der Weichenlaterne. Das ist der eigentliche Name. Kästchen ist ein bisschen, ja, allgemeinfassend. So, kurz Kopf anziehen, damit wir hier nicht vom Gleissperrsignal ausgenockt werden. Und dann geht es hier im ersten Gang langsam nach oben. Ja, gerade hier auch im Bereich des Sägewerks ein bisschen langsamer fahren. Wir haben hier VMAX 25 anzuhalten. Vorne war es ja auch entsprechend angekennzeichnet. Es sollte hier also als eine Rangierfahrt sicherlich weitergehen. Boah, das knarzt das Gleis. Da, wenn du genau hinhörst. Knarzt wirklich, also es wird selten befahren und immer nur sehr langsam. Ein sehr alter Streckenabschnitt. Na, müssen wir doch mal in den zweiten Gang. Brauchen wir ein bisschen mehr Leistung. Ich dachte, der Äste. Der erste Gang hält uns da auf Geschwindigkeit. Aber nein, vergebens. Boah, das quietscht und quietscht. So, hier vorne hätten wir dann wieder eine Weichenlaterne und die zeigt auf Abzweig. Jetzt ist hier wieder die Frage, in welches Gleis müssen wir denn rein? In Gleis 22. Wir gucken in der Übersichtsansicht, wo Gleis 22 ist. Gleis 22 wäre hier. Die Weichen sind laut Fahrstraßenanzeige hier richtig gestellt. Genau, einmal nach links rein und dann geradeaus. Kurz sagen, dass wir angekommen sind. Und dann wissen die Kollegen das hier auch vor Ort. Das ist halt auch cool, dass halt hier bei den, ich sag mal, alten Schienen entsprechend so eine andere Soundkulisse mit genutzt wird. Hört richtig dieses Knarzen, dieses Quietschen. Total genial. Ich möchte jetzt noch ganz gerne hier vorne bis zu dem LKW-Anhänger fahren. Dass wir uns da hinter die oder bei die Kollegen hinstellen. So, an der Stelle nochmal ganz kurz vorwarnen, dass wir eben über den Übergang fahren. So,
grüß dich, Ronny. Wir haben es heute wieder geschafft. Und dann würde ich mal sagen, herzlichen Dank erstmal fürs Zusehen. Es war eine wirklich tolle Fahrt. Zumindest aus meiner Sicht. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir natürlich auch. Und wenn du es genauso siehst, dann lass Ronny hier ein Däumchen nach oben da. Hinterlass einen Kommentar unter dem Video. Und ja, abonniere natürlich den Kanal, insofern du das noch nicht getan hast. Ansonsten, wer wieder sich für das Szenario interessiert, einfach mal auf der Webseite nachschauen, ist von DB Agency. Und genau, wer den Kanal unterstützen möchte, kann das sehr gerne tun. Spendenlink befindet sich auf der Webseite, ist komplett freiwillig und überhaupt kein Muss, aber wäre natürlich schön. So, Zeit für eine Pause. Sie haben den Auftrag erfolgreich ausgeführt und können sich jetzt eine kurze Auszeit gönnen, bevor Sie später einige Waggons vom Holzwerk zurück nach Altenburg überführen. Vielen Dank. Und genau den spreche ich auch aus. Bis zum nächsten Mal.